Pumuckls erster Schnee ist zwar, wie wir wissen, umsen liegen geblieben, aber im Hof vor Meister Eders Werkstatt. Zuerst wurde er festgetreten und dann, ja, dann sind ein paar Kinder vom Vorderhaus draufgekommen, dass dieser festgetretene Schnee eine wunderbare Rutschbahn abgibt. So rutschten sie sich eine richtige Eisspur zurecht. Man hörte das Schreien der Kinder natürlich bis in die Werkstatt hinein. Der Meister Eder war viel zu beschäftigt, um sich darum zu kümmern. Nicht aber der Pumuckl. Er guckte zum Fenster hin und war hingerissen. Meister Eder, komm mal schnell her. Was die Kinder machen, das ist ja... Jetzt ist einer hingefallen. Und jetzt... der Pumuckl will das auch. Alle Klabautern sind ganz schnelle Flitzblitze. Oh, lass mich raus. Ich will flitzen und nicht sitzen. Ja, dann geh heute raus. Ja, ja. Solange Kinder draußen sind, bist ja, da kann dir nichts passieren. Ja, aber wenn doch die dumme Tür zu ist und das dumme Fenster. Ach so, na ja, dann machen wir heute einen Spalt auf. Ja. Ist eh so warm da herin. Ja, ja. Aber bleib nicht lang aus, gell? Ja. Sonst mache ich die Tür wieder zu und du stehst draußen in der Kälte. Nein, nein, ich bleib diesmal gar nicht lang, sondern ich rutsche aus. So, danke schön! Der Meister Eder hat also dem Pumuckl die Tür aufgemacht, ohne hinauszuschauen und ohne sich für das Kindergeschrei zu interessieren. Schließlich spielen Kinder mit Geschrei. Und wahrscheinlich hätte er die Rutschbahn vor seiner Werkstatt gar nicht so bald bemerkt, wenn ihm nicht der Pumuckl, der mit größtem Vergnügen immer schnell zwischen den Buben mitgerutscht ist, von dem Spaß hätte berichten müssen. Mit hochrot gestürmt. Meister Eder! Meister Eder! Ja, ja. Ja, was ist denn? Komm, du musst auch rutschen. Rutschen ist das Allerschönste, was es gibt. Was? Das ist viel schöner als Laufen und Sitzen und viel, viel schöner als Arbeiten. Komm, lass das dumme Zeug stehen. Und ich werde dich auslachen, wenn du hinfällst. Ich falle nämlich überhaupt nicht hin. Überhaupt nicht. Ja. Und wenn ich mich schwupp ganz schnell vorne auf einen Rutschestiefel setze, dann oi, das geht gut, das geht gut. Sag mal, was redst denn du eigentlich die ganze Zeit? Ich rede vom Schönsten, was es gibt, und du hörst nicht zu. Ich tue das Schönste, was es gibt, und du merkst es nicht. Aber mein Pumuckl, ich muss ja arbeiten, schau, sonst werde ich ja gar nicht... Was lernen denn die Kinder da draußen gar so? Ja, die müssen so laut schreien, weil die ja sonst hinfallen oder weil sie nicht hinfallen oder weil sie drankommen. Weißt du, was ich glaube? Was glaubst du? Also wenn du dich ganz hier und recht laut schreist, jetzt bin ich dran! Ja, also ich kann so, doch oder nicht noch schreien. Lauter. Jetzt bin ich dran! Ja. Dann lassen sie dich auch rutschen. Ach, und wenn du rutscht und es liegt einer auf dem Boden, dann musst du schreien, aus der Bahn, der Bahn, jetzt bin ich dran. Und dann aus der Bahn, aus der Bahn. Und wenn du ganz bis zum Ende rutschst, ohne hinzufallen, dann musst du schreien, war das a Wucht, war das a Wucht, war das a Wucht. Oder aber sowas. Pumuckl, ja, haben denn die da dran? Ja. Gleich hier direkt vor der Werkstatt. Das ist fein. Was? Ja, da haben wir gar nicht weit und da können wir immer rutschen. Ja, um Himmels Willen. Ach, da kommt ja kein Kunde mehr rein zu mir, ohne dass er hinfällt. Doch, natürlich. Nur die Kunden, die müssen jetzt eben rutschen lernen. Ja, das geht doch wirklich nicht. Wieso? Direkt auf dem Weg zu mir, wenn sie da einer den Fuß bricht, muss ja die Krankenhauskosten zahlen. Nein, das ist ja gar keine Bahn zum Fußbrechen, sondern eine Bahn zum mit dem Fuß rutschen. Ja, so leid mir's tut, aber den Spaß kann ich nicht erlauben. Nein? Das ist doch nichts Böses. Nein, das weiß ich. Das darfst du nicht verbieten. Nein? Also ich erzähle dir sonst nie mehr was, wenn du mir alles verbietest. Aber Pumuckl, das verstehst du nicht. Nein, du verstehst das nicht. Rutsch doch erstmal. Nein. Dann wirst du es gleich nicht mehr verbieten. Nimm noch einmal und noch einmal und noch mal erlauben. Und du wirst vielleicht Nein. sogar 2 oder 7, 12 Rutschbahnen erlauben. Also pass auf, Pumuckl, woanders können die Kinder von mir aus rutschen, solange sie wollen. Aber nicht da, wo meine Kunden laufen. Rutschen. Ganz abgesehen davon, rutschen. Dass ich mir auch den Fuß... Du brichst ihn dir bestimmt Nein. nicht. Nein. Du musst bloß üben. Ja. Du musst so üben. So, also 1, 2, 3 Schritte anlaufen und dann... So. Was tust du mit der Hobelspäne?
die Rutschbahn zu streuen. Nein, also wenn du das tust, dann tue ich auch was. Dann nein! Meine Kinder, euer Rutschbahn ist ja wirklich prima. Aber so leid's mir tut, ich muss zustreuen. Oh, aber Ina, die ist so pfundig. Ja, glaubt's nicht, dass ich's nicht weiß, wie pfundig so ein Rutschbahn ist. Wenn da jemand was passiert, bin ich verantwortlich, weil's vor meiner Tür ist. Macht's euch doch da hinten bei den Aschentonnen eine. Ja, fein. Ja, nein, da geht's auch nicht. Weil man sonst nicht an die Tonnen kann. Oder da, Stang, vielleicht geht's da. Oh, Herr Eder, streuen Sie wirklich? Ja, meine Kinder, ich muss wirklich. Oh! Also, ich muss schon sagen, der Meister Eder hat recht. Aber der Pumuckl hat für diese Art Gerechtigkeit überhaupt keine. Voll Zorn ist er wie ein Floh auf dem Fensterbrett herumgehüpft. Wenn du Sägespäne so schön findest im Hof, dann werde ich von jetzt ab immer alle Späne in den Hof werfen. Alle. Und die Nägel. Ja, ja, jetzt die Nägel. Ich will eine Rutschbahn haben. Jetzt sei ruhig. Na, was hast du denn? Ich will eine Rutschbahn. Ja, freilich. Aber weißt du, was du bist? Du bist ein Rutschbahn-Kaputtmacher. Hör dich doch nicht so auf zum Kuckuck noch einmal. Wieso zu einem Kuckuck? Hier ist gar kein Kuckuck und ich führe mich auch nicht auf. Ich rege mich auf. Ja, lass dir sagen, wenn sich jemand einen Fuß bricht. Ich, einen Fuß. Ja. Eure Füße. Oh, Dick, die kann man überhaupt nicht abbrechen. Und aus Glas sind die auch nicht. Wirklich, das sind Betonstampfer. Überhaupt habe ich noch nie einen Menschen gesehen, der sich einen Fuß einfach in der Mitte abbricht. Ja, freilich, das glaube ich schon. Nie gesehen. Ja, das stimmt, die Leute sind dann nämlich im Krankenhaus. Aber nicht mal mein kleiner Fuß bricht. Schau mal an, wie ich den hin und her schütteln und aufstampfen und alles und überhaupt nicht bricht der. Ich will eine Rutschbahn. Oh, Muckl, vielleicht machen sich die Kinder eine Rutschbahn unter der Teppichstange. Die wird viel schöner, wirst du sehen. Und da streu dann keine Sägespäne. Aber da vor meiner Tür, da geht's nicht. Wer weiß. Wer einmal streut, das ist ein altes Menschengesetz. Ach, schaut doch einmal hinaus, Pumuckl. Wenn Sie keine Bahn machen, dann mache ich mir eben selber eine. Jawohl. Der Pumuckl ist also rausgehüpft in den Hof. Aber da waren keine Kinder mehr. Sie hatten die Lust verloren und sich hinaus auf die Straße getrollt. Der Pumuckl stand also allein im Hof und wenn er sichtbar gewesen wäre, dann hätte man sehen können, wie er vor der gestreuten Bahn eine Träne über seine Backe rollte. Doch plötzlich entdeckte er neben der Bahn einen verlorenen Wollhandschuh und beim Anblick des Handschuhs kam ihm eine Idee. Wenn die Putzfrau bei Meister Eder ist, so hat sie einen Putzlumpen. Und wenn der Pumuckl einen Handschuh findet und den als Putzlumpen nimmt, dann geht auch alles weg. Ich bin nämlich ein Putzmann. Jawohl, ich bin ein Eisbahnputzmann. Putzt man die Rutschbahn, Schmann. Putzt man, so nutzt man. Rutscht man die Putzbahn. Rutscht man und flutscht man über die Rutschbahn. Ui, das geht weg. Ui, das wird ganz schön glatt. Ah, immer glatter wird es. Immer glatter. Und tatsächlich hat der Kobold mit dem Handschuh alle Sägespäne von der Eisbahn gefegt. Und je glatter sie wurde, desto fröhlicher wurde unser Pumuckl. Und dann fing er an, darauf herumzuschlittern. Hin und her und hin. Er fiel hin und purzelte herum und grad schön war's. Bis dahin wäre alles recht gut gegangen, aber dem Meister Eder schien es so still im Hof und darum schaute er zu seinem Werkstattfenster hinaus. Und ihr wisst ja, was los ist, wenn Pumuckl sieht, ohne dass andere Menschen dabei sind. Dann wird der Kobold sichtbar. Und wie es der dumme Zufall will, purzelte der Pumuckl gerade in dem Augenblick ganz fürchterlich hin, als der Meister Eder ihn sah. Und sichtbar tat's auch gleich weh.
Was war denn das? Oh, oh, was ist denn mit meinem Daumen los? Mein Daumen. Meine ganze Hand. Oh weh, weh, oh weh. Oh, oh. Daumen ist kaputt. Was ist das? Blut. Pumuckl, hast dir weh getan? Blut. Herr, also hab ich dir's nicht gesagt. Blut und weh. Ach, geh, da brauchst du kein so ein Geschrei machen. Blut. Das bisschen Blut. Aufgeschürft hast du. Geschickt dir ganz recht. Hat er dort die Eisbahn wieder sauber putzt. Ich mein. Puh. Was? Noch jetzt. Pumuckl stirbt sich mausetot. Arme Pumuckl. Aber geh, das Tröpferl Blut. Also bild dir doch nichts ein. Wenn ich einzige Tröpferl Blut habe. Nein. Und das läuft jetzt davon. Doch, wenn ein Kobold einen kaputten Daumen hat, dann ist gleich der ganze Kobold kaputt. Altes Koboldsgesetz. Jetzt red doch keinen solchen Schmarrn daher, sondern komm rein, mir da und gut ist alles. Nicht verbinden. Verbinden tut weh. Oh, im Gegenteil. Dann tut's gleich nimmer weh. Wirst du sehen, jetzt komm rein, Pumuckl. Also komm, nicht weiter. Dann komm her, Pumuckl. Jetzt, da setz dich brav auf den Stuhl. So, wo hab ich den? Da ist mein Verbandskasterl. Jetzt wirst du staunen, was für einen feinen Daumen, das du kriegst. Koboldsblut tut niemand. Nein. Okay, für so einen kleinen Daumen sind ja alle verbindet viel zu groß. Wart, da muss ich erst das Stickerl abschneiden. Von dem Daumen? Nein, vom Verband. Ach so, vom Verband. So, dann. Jetzt gib mal deinen Daumen her. Na, was jammerst denn? Ich bin ja noch gar nicht hinkommen. Ja, aber du wirst gleich hinkommen und das tut schon weh, wenn ich bloß dran denke. Also weißt, deine sämtlichen Klabautervorfahren, die täten sich schämen, wenn sie sehen dann, wie wehleidig du bist. Ja, also jetzt heute um Kuckuck. Schau bloß, was das für einen schönen weißen Verband gibt. Das ist kein weißer, sondern ein weher Verband. Ja, du, na, jetzt hör auf. Du Pumuckl, soll ich dir einmal ein Koboldsgesetz sagen? Ein Kobold jammert niemals nicht, sonst ist er bloß ein dummer Wicht. Das ist ja gar kein gutes Koboldsgesetz. Freilich. Das ist nicht mal ein gutes Gedicht. Das ist überhaupt nichts. Na ja, nachher ist halt, der Daumen ist einbunden. Was sagst du jetzt? Ja. Also, so ein Verband steht dir prima. Ja. Wer findest du? Ja, schau gut aus. Ich weiß nicht, er sieht doch eigentlich sehr krank aus. Wenn ich mich nicht dazulegen müsste, dann müsste sich jetzt ins Bett legen. Okay. Und schwitzen. Ja, freilich. Und Tabletten essen. und armer Daumen. Okay. Ich glaube nicht, dass der Daumen noch arg krank ist, so wie du umeinander schlenkest. Jetzt kannst du wieder rumsausen. Aber halt. Da musst du jetzt herinbleiben. Warum? Denn wenn du auch unsichtbar bist, der Verband bleibt sichtbar. Meinst du wirklich? Ja, aber das wissen wir doch. Ich will aber raus. Ich will wieder jetzt rutschen. Ich will wieder aber jetzt. Ich will, Pumuckl. Ich will jetzt rutschen. Nein, Pumuckl, stell dir doch vor, was da. Man sieht von dir gar nichts, bloß einen weißen Daumen. Im Schnee. Ja, und den Daumen hält jemand vielleicht für eine Maus und fängt ihn. Und wenn jemand deinen Daumen fängt, dann hat er die auch gefangen. Und wenn ein Kobold irgendwo einzwickt wäre oder an was Menschlichem hängen wäre für den Menschen sichtbar. Nein! Und was nachher geschieht? Oh mein, das will ich gar nicht ausdenken. Lass mich doch mal ausreden. Ja. Der Verband ist doch so weiß wie der Schnee. Ja, da kennt das gar niemand weg vom Schnee. Und außerdem kann seinen zwei Daumen noch einen dritten haben. Das wäre ja komisch. Du folgst jetzt endlich und bleibst herin. Verstanden? Verstanden habe ich schon, aber ich will... In diesem Augenblick ist ein Kunde vom Meister Eder hereingekommen und schon war der Pumuckl draußen. Wie ein Wirbelwind sauste er über die schmale Eisbahn und war heilfroh, dass der Meister Eder offenbar nicht bemerkt hatte, wie blank gefegt das Eis war. Doch plötzlich, der Bub nämlich, dem der Handschuh gehört hat, hat gemerkt, dass er nur noch einen in seiner Manteltasche hatte.
und mit nur einem Handschuh heimkommen, das bedeutete zumindest rechten Verdruss. Er kam mit seinen Freunden, um den Handschuh zu suchen. Na ja, ist er das? Freigrad! Mei, bin ich froh! Aber nicht wenig dreckig ist er. Der Eder hat sein ganzes Segmehl drüber geschüttet. Ui, schaut mal, die Rutschbahn ist ja gar nicht mehr gestreut. Da legst du dich nieder. Das muss der Wind wegblasen haben. Nachher können wir wieder rutschen. Und wenn der Eder rauskommt, dann laufen wir davor. Obacht! Geht's aus der Bahn? Jetzt komm ich! Mei, ist die Bahn fundig! Achtung, aus der Bahn! Und schon ging das Rutschvergnügen wieder an. Nicht nur für die Kinder. Esser kleiner Verband rutschte und wirbelte mit über die eisige Fläche. Das ging eine Zeit lang ganz gut. Doch plötzlich rief der Peter: Sag mal, was ist denn das Weiße da? Geht's doch von der Bahn runter! Das sieht ja wie ein Zusammentuch aus. Hat einer von euch ein Taschentuch vor? Hoppla! Das Taschentuch hüpft ja! Was spinnst denn ihr? Wie ich es anfassen wollte, es hüpft! Was? Wer? Da! Da! Da weht's weg! Dort rüber zum Keller! Nein, das ist eine weiße Maus! Schmarrn! Runtergefallen! Na, das ist richtig runtergekommen! Das hat sich bewegt wie was Lebendiges. Das war aber doch ein Taschentuch. Das habe ich doch gesehen! Vielleicht war in dem Taschentuch ein Tier eingewickelt, dass jemand ausgekommen ist. Okay, wer wickelt denn ein Tier ein? Das Tier kann sich ja auch sehr... Oder es war eine weiße Maus, die krank war oder gebissen worden ist. Und da hat der, dem das Viech gehört, es eingewickelt. Und das ist ihm dann auskommen. Mensch, das kann sein. Schauen wir doch durchs Kellerfenster, vielleicht sehen wir es noch. Ja, ja, rüber! Na los, beeilt euch. Ja, los, mach doch. Ich sehe nichts. Doch. Dort hinten im Eck ist was Weißes. Wo? Wo ist denn das gar nicht? Was hockt denn ihr alle da vor dem Kellerfenster? Herr Eder, da war was ganz Komisches. Ja, was Komisches. Was denn? Eine eingewickelte weiße Maus. Kann auch eine graue. Das wissen wir nicht. Aber sie ist richtig gehüpft, obwohl es wie ein Taschentuch ausgesehen hat. Wie ein Taschentuch? Und kippt es? Freunde, der Sache gehen wir nach. Auf den Keller. Ja, ja, auf den Keller. Na, Kinder. Das ist doch ein Unsinn, dem bloß ein Papier, das der Wind fortgeweht hat. Ah, geht ja gar kein Wind. Ja, jetzt geht gerade keiner, aber vorhin vielleicht. Auf, geh mal in den Keller! Ja! Fritz, du musst vorm Kellerfenster stehen bleiben, damit es da nicht mehr raus kann. Da kann ja ich aufpassen. Damit passen wir sowas nie besonders gut auf. Fritz, wir machen dann das Fenster von innen zu. Und dann kannst du nachkommen. Ist schon gemacht. Aber das Viech dürfte doch nicht fangen. Und warum nicht? Wir wollen ihm ja nichts tun. Wir wollen es ja bloß retten. Vielleicht ist das Ganze ein richtiger Tierschutzheiler. Nein, das könnt ihr im Keller doch gar nicht finden. Das hat sich bestimmt verkrochen. Außerdem habt ihr ja gar keinen Schlüssel in den Kohlenkeller. Mei, über die Holzlatten können wir nimmer steigen, wir nix. Kommt, auf geht's. Ja, auf den Keller. Lass das doch sein, das geht doch nicht, Kinder. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Meister Eder zumut war? Er wusste doch, wenn die Buben wirklich den Daumen erwischen würden, dann hätten sie gleich den ganzen Pumuckl, und zwar sichtbar. Und was dann passierte, ich lieber nicht vorstellen. Wenn er nur den Verband nicht so fest verknotet hätte, es war zum Verzweifeln. Es gab nur eine Rettung, den Fritz von seinem Wachtposten am Fenster weglocken, damit der Pumuckl wieder heraushüpfen konnte. Du, schau, die Eisbahn, die ist ja wieder ganz frei. Wir sind nicht freigefegt, das war schon. Das muss der Wind gewesen sein. Rutschen wir mal miteinander. Wetten, dass ich weiter rutsche als wie du? Das glaub ich nicht, Herr Eder. Aber wir können es ja nachher mal ausprobieren. Nachher habe ich keine Zeit mehr. Probieren wir's doch jetzt. Nicht. Ich hab's doch versprochen, dass ich da aufpasse, Herr Eder. Ja schon, aber du, vielleicht kann ich das Kellerfenster zumachen von außen und du kannst zu den anderen in den Keller gehen. Ha? Geh nur zu, geh nur. Ja, probieren Sie's mal, ob's geht. Ja, wir sind mal. Das ist ein bisschen eingerostet. Ruck. Jetzt ist vor lauter Kraft das Fenster zersprungen. So was blöd. So was. Jetzt darf ich die Scheiben auch nicht sein. Also ihr mit eurer saudummen weißen Maus hier. Aber Herr Eder, Sie haben doch das vorgeschlagen mit dem Fenster zu machen. Ja, schon, aber. Wenn ich es ihm nicht so verboten hätte. Und fort hat er müssen. Rutschen hat er müssen. Wer denn, Herr Eder? Niemand. Aber von mir aus soll er verhungern oder sonst was. Ich lass mir jetzt meine Brotzeit schmecken. Aber, ja, Herr.
Herr Eder! Au! Jetzt sind die ganzen Kisten umgefallen. Mir direkt auf den Zehen. Brauchst nicht so blöd lachen. Wahrscheinlich bist du an die Kisten hingekommen. Ich war ja gar nicht dort. Und ich habe auch nicht gelacht. Da! Da war gerade was Helles bei den Kohlen. Au! Mir ziehen die Handbissen. Mensch, das war das Viech. Blutet's? Nein, nicht. Aber richtig zwickt hat's. Kommt, gehen wir da rüber. Gib doch Obacht, Franz. Ich kann doch nicht die ganzen Kanister da umschmeißen. Bin da gar nicht hingekommen. Da! Da war was. Der ist gesprungen. Wir suchen da nichts Dunkels, sondern was Hells. Aber gesprungen ist. Da bei den Kohlen. Da, nimm die Jacke und schmeiß drüber. Gib her. Mensch, ich glaube, ich hab's. Habt's was gefangen? Ja, ich glaub schon. Was ist es denn? Ich weiß noch nicht. Ich komm, ich bin gleich da. Hast du's noch? Ja, es wird sich unter der Jacke. Traust du dich drunter greifen? Was ist es denn? Hast du eigentlich genau gesehen, was gefangen hast? Wenn's doch in der Ecke auf dem Kohlenhaufen so dunkel ist. Was ist es denn? Was ist es denn? Das wissen wir nicht. Warte, Peter und ich halten außen da um die Jacke fest, damit's nicht auskommen kann. Und du langst drunter, Fritz. Gut. Au, ich hab's. Es ist eine Maus. Ich hab's gleich gesagt, es ist eine eingewickelte Maus. Nix ist eingewickelt. Eine einfache graue Maus ist. Das Kichern kam natürlich vom Pumuckl. Und dann ist er vergnügt durch das kaputte Kellerfenster ins Freie gesprungen und kam recht zufrieden bei Meister Eder wieder an. Schneeflöckchen, Klingelingeling. Wie schaust denn du aus? Ich schaue ein bisschen dunkel aus, aber... Dunkel? Aber ja, da kann ich gar nichts dafür. Ja, ich wollte nur meinen Verband mit Kohlenstaub schwarz machen. Was? Und, ja, und da bin ich eben ein bisschen mehr schwarz geworden. Ja. Weißt du, es ist nämlich so, also ein Schwarzer viel schöner als ein Weißer. Aber wer sagt denn das? Und viel praktischer. Man sieht nämlich bei schwarzen Verbänden keinen Schmutz und keinen Pumuckl. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst daheim bleiben? Wenn dich die jetzt gefangen hätten. Ja, wenn. Ja, dann, was wäre dann? Sie haben eine Maus gefangen. Was? Also ich sage dir, so eine Maus hat ja Riesenkräfte. Ich habe sie beim Kohlenhaufen entdeckt. So. Und da habe ich sie ein bisschen beim Schwanz festgehalten. Warum? Das war gar nicht so einfach. Naja, weil ich sie ja doch festhalten habe. Gezogen und gezogen. Ja, aber warum hast denn die Maus festgehalten? Ja, Weil ich gedacht habe, was? Sehr schlau habe ich gedacht. So, also, meinst du? Du musst A sagen. Warum so, denn? So schlau war das. Sag mal A. A. Ja, so schnell ich Folgendes gedacht aber habe. Geh. Sag noch mal A. 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 Ja. Wenn die wirklich meinen schwarzen Daumen auch sehen und fangen wollen, dann lasse ich die Maus los und dann wissen die nicht mehr, was eine Maus und was ein Daumen ist. Verstehst du? Und darum habe ich für alle Fälle die... Und dann? Ja, und dann war es genauso, wie der schlaue Pumuckl gedacht hat. Also, sie haben mal meinen Daumen hüpfen sehen und dann haben sie mal die Maus hüpfen sehen und die Maus haben sie gefangen und mein Daumen ist wieder frei. Ja. Die Sache mit dem Daumen, die ist wirklich... Es war ein Gedicht, ein schönes Gedicht. Weißt du was, Pumuckl? Was? Eigentlich sollte ich dich verprügeln. Nein, das solltest du nicht, wirklich nicht. Das ist ein ganz falsches Sollen. Du hast heute zweimal nicht gefolgt. Ja, zweimal. Zuerst hast du die Eisbahn wieder freigeputzt. Ja. Jäger noch streuen. Und nachher bist du nicht daheim geblieben. Ja, aber jetzt bleibe ich daheim. Und jetzt fege ich auch die Rutschbahn nicht mehr frei. Weißt du, ich bin nämlich jetzt bloß noch ganz schrecklich hungrig. Nix da? Wenn er ganz sauber wasche, vielleicht dann... Ah, das wird was werden. Das wird ein sehr sauberer Pumuckl werden, jawohl. Ja, das warte ich erst ab. Und wenn ich eine Handvoll Sägespäne und dann nochmal eine Handvoll Sägespäne und dann vielleicht noch zwei Hände voll, also genau, als ich überhaupt wie Hände die habe, denn noch? Und also alles voller Pumuckl. Sägespäne hinaustrage und für dich die schöne Rutschbahn kaputt streue, kriege ich dann was zu essen? Naja, könnte sein, dass noch ein Würstel für dich da ist. Ja, dann will ich jetzt gleich anfangen. Halt! Zuerst den Meinst, wir fangen die ganze Geschichte noch einmal von vorn an? Was will man dazu sagen? Nichts weiter als, da hat er recht, der kleine Kerl. Der Meister Eder hat einen tiefen Seufzer getan und hat dann die Würstchen geholt. Er hat geseufzt, der Meister Eder, aber das war ein Seufzer der Erleichterung. Und wie den der Pumuckl gehört hat, hat er sich fest vorgenommen, immer ganz brav zu sein. Oder wenigstens eine Woche lang. Oder sagen wir lieber lang. Oder zwei.
Oder... Ach, zählen wir es lieber nicht so genau nach.